Heute habe ich ein Rezepte-Video für euch. Ich glaube, das letzte ist schon etwas sehr lange her. Was darf im Herbst natürlich nicht fehlen? Genau, der Kürbis. Und mir haben auch mega viele geschrieben, dass sie gerne Rezepte mit Kürbis hätten. Und da dachte ich mir so, warum eigentlich nicht? Ich habe ein Rezept, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ein Rezept, das machen wir eigentlich jedes Jahr. Und ein Rezept, das habe ich auf Pinterest gefunden. Das werde ich euch auf jeden Fall unten in die Infobox verlinken, damit ihr da nachschauen könnt, falls ihr es nachmachen wollt. Und bevor ich jetzt weiter rede, würde ich sagen, fangen wir sofort an mit dem Video und viel Spaß! Ein Getränk, auf das ich mich wirklich jedes Jahr freue, ist der Pumpkin Spice Latte von Starbucks. Da wir aber keinen Starbucks in unserer Nähe haben und die Getränke meiner Meinung nach sehr teuer sind, dachte ich mir, ich zeige euch, wie ihr ihn schnell und günstig zu Hause nachmachen könnt. Dafür braucht ihr nur Pumpkin Spice Gewürz, das könnt ihr euch selber machen. Eine Anleitung dazu verlinke ich euch unten in der Infobox. 2 Shots Espresso, Vanillearoma oder Extrakt, 1 Teelöffel Zucker, Sprühsahne, 2 Tassen Milch und 2 Teelöffel Kürbispüree. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch etwas mehr nehmen, denn mir war es etwas zu wenig Kürbisgeschmack. Als erstes gebe ich das Kürbispüree mit einem Teelöffel von dem Pumpkin Spice Gewürz in einen kleinen Topf. Als ich das verrührt habe, habe ich ja noch ein halbes Fläschchen von dem Vanillearoma dazu gegeben und das lasse ich dann alles köcheln, bis es eine sirupartige Masse ergibt. Und dann gebe ich 2 Tassen Milch dazu und lasse die ganze Masse etwas köcheln. Ich habe anschließend noch etwas Kaffee hinzugegeben. Wenn ihr das nicht wollt, dann lasst den Kaffee einfach weg und ihr habt eine Kürbismilch. Zum Schluss habe ich meinen Kaffee dann noch mit Sahne getoppt und etwas von dem Pumpkin Spice Gewürz darüber gegeben. Und fertig ist dann euer Pumpkin Spice Latte. Wirklich sehr, sehr lecker und um einiges günstiger als von Starbucks. Als ich diese leckeren Pumpkin Cinnamon Rolls bei Pinterest entdeckt habe, dachte ich mir sofort, dass ich dieses Rezept mit in das Video packen möchte, denn Zimtschnecken sind auch so etwas, was bei mir im Herbst nicht fehlen darf. Das Grundrezept von den Zimtschnecken habe ich von Sallys Blog, den Link dazu werde ich euch unten in der Infobox mal verlinken. Aber wir haben für den Teig auf jeden Fall 500 Gramm Mehl genommen, 80 Gramm Zucker, 200 Milliliter Milch, 80 Gramm weiche Butter, ein Ei, eine Tüte Trockenhefe, Orangen- und Rumaroma, eine Prise Salz und 200 Gramm Kürbispüree. Die Hefe gebt ihr einfach in eure Mehlmischung zusammen mit dem Zucker, eurem Ei, einer Prise Salz und ca. 150 ml von eurer Milch. Wir haben am Ende aber alles benutzt. Beim Kneten gebt ihr noch eure weiche Butter hinzu. Wenn der Teig schon etwas mehr zusammengekommen ist, dann sind die Aromen an der Reihe. Wir haben uns hier für Orangen- und Rumaroma entschieden. Wenn ihr das Rumaroma nicht benutzen wollt, könnt ihr es natürlich auch weglassen. Aber man hat es am Ende überhaupt nicht mehr geschmeckt. Und zum Schluss kommt noch das Kürbispüree dazu und dann wird der Teig erneut verknetet. Wenn der Teig fertig ist, rollt ihr ihn zu einem Rechteck aus. Wir hatten leider nichts zum Ausrollen, daher haben wir provisorisch unser Mehlglas benutzt. Wenn der Teig dann fertig ausgerollt ist, kommen wir zu der Füllung. Hierfür haben wir 70 Gramm weiche Butter benutzt, 3 Esslöffel Zucker, 2 Teelöffel Zimt und 200 Gramm Walnüsse, die wir selber noch zerkleinert haben. Die Butter habe ich als erstes komplett über dem Teig verstrichen und danach mit der Zimt-Zucker-Mischung und den Walnüssen bestreut. Dann geht es auch schon ans Aufrollen und das ist eigentlich ganz einfach. Sollte der Teig etwas kleben, dann benutzt ihr einfach ein bisschen Mehl. Und wenn der Teig dann ausgerollt ist, müsst ihr nur noch die einzelnen Stücke abschneiden. Dafür habe ich den kompletten Teig immer wieder in die Hälfte zerteilt, sodass ich am Ende dann 16 Zimtschnecken hatte. Nach dem Schneiden legt ihr die Zimtschnecken einfach auf ein Backpapier, ausgelegtes Backblech und bestreut sie noch mit etwas Zucker-Zimt-Mischung. Wir haben uns aber lieber für braunen Zucker entschieden, da es nicht so süß ist. Und wenn ihr dann damit fertig seid, kommen die Zimtschnecken nur noch bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 25 bis 30 Minuten in den Ofen und fertig sind eure Zimtschnecken. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr sie natürlich noch mit einem Frosting bestreichen. Dafür haben wir 1 Esslöffel Frischkäse benutzt, den Saft von einer halben Zitrone und 3 bis 4 Esslöffel Puderzucker. Wenn ihr die Masse dann gut vermischt habt, dann müsst ihr sie nur noch über eure Zimtschnecken geben. Was ich euch auf jeden Fall empfehle, ist, dass ihr die Zimtschnecken warm esst, denn dann schmecken sie doppelt so lecker und sind auch um einiges saftiger. New,
Zu guter Letzt habe ich natürlich noch eine Kürbissuppe für euch. Ich habe das Rezept bei Chefkoch gefunden. Wenn ihr Interesse daran habt, dann findet ihr es unten in der Infobox. Was ihr dafür braucht, ist ein Kürbis eurer Wahl. Wir haben uns für einen Hokkaido-Kürbis entschieden, denn man kann ihn auch mit Schale essen. Dann ca. 500 Gramm Kartoffeln, 2 Zwiebeln, etwas Zucker zum Würzen, Petersilie, 100 ml Sahne, Butter zum Anbraten der Zwiebeln, Salz, Pfeffer und Muskat zum Würzen und ebenfalls noch 2 Möhren. Ich habe erstmal den Kürbis aufgeschnitten, ausgehöhlt und in kleine Würfel geschnitten, was gefühlte 100 Jahre gedauert hat. Nachdem ich damit fertig war, habe ich etwas Butter in einen Topf gegeben und erstmal die Zwiebeln angebraten. Nachdem das dann alles erledigt war, kam das ganze Gemüse noch dazu, also die Kartoffeln, Möhren und die Kürbiswürfel. Das alles wurde dann ebenfalls wieder etwas angebraten. Und dann kam noch 1¼ Liter Wasser dazu. Das Ganze wurde dann so lange aufgekocht, bis das ganze Gemüse weich war. Wenn das erledigt ist, wird die ganze Suppe einfach nur noch püriert. Natürlich könnt ihr, wenn ihr wollt, auch noch ein paar Stücke übrig lassen, aber wir haben sie sehr fein püriert. Falls ihr wollt, könnt ihr dann noch ca. 100 ml Sahne hinzugeben. Ich würde es euch auf jeden Fall raten, da die Suppe am Ende wirklich sehr schön cremig war. Und zum Schluss muss alles nur noch gewürzt werden. Wir haben hierfür Muskat, Salz, Pfeffer und Petersilie benutzt. Bitte gebt genügend Salz mit hinzu, da die Suppe sonst sehr bitter ist und nach absolut gar nichts schmeckt. Und fertig ist eure super leckere Kürbissuppe, perfekt für den Herbst. Und das war mein Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Falls ihr irgendwas davon nachmachen solltet oder so, könnt ihr es mir natürlich gerne per Instagram per Direktnachricht schicken. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über Feedback in den Kommentaren. Falls ihr noch irgendwelche Videowünsche bezüglich den Herbst oder Halloween habt, könnt ihr mir das auch ebenfalls gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich ebenfalls sehr freuen, wenn ihr das dort unten machen könntet. Und daneben auch bitte die kleine Glocke einschalten, damit ihr hoffentlich immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online kommt. Und das war's, was ich sagen wollte. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Ciao! Jetzt habe ich noch.